Sex mit dem Arbeitgeber zum Fest der Liebe. Heute eine Weihnachtsfolge, denn Weihnachten ist das Fest der Liebe und über Ecken gedacht handeln nachfolgende Urteile über die Liebe im Arbeitsverhältnis. Ein besonders kurioser und auch lustiger Fall, den ich für euch heute mitgebracht habe. Es ist manchmal erstaunlich, mit welchen kuriosen Fällen sich Arbeitsgerichte befassen müssen. In unserem heutigen Fall hat ein Unternehmer aus Bochum von einer jüngeren Frau erfahren, die einen älteren Mann als sogenannten Sugar Daddy suchte. Ja, wer diesen Begriff Sugar Daddy noch nicht kennt, der mag da mal, falls er am Ende der Folge das immer noch nicht verstanden hat, mal googeln. Das erkläre ich jetzt nicht. Aber die beiden trafen sich, fanden sich sympathisch und kamen zu einer Vereinbarung. In dieser Vereinbarung ist dann aufgenommen worden, die Frau sollte dem Unternehmer zweimal wöchentlich zu Hause besuchen und dann sollten sie dort einvernehmlich Sex haben. Ja, als Sonderleistung sollte sie den Unternehmer auch ab und zu dann zu gemeinsamen Abendessen mit Bekannten, zwei bis dreimal jährlich zu einem Kurzurlaub und zu Veranstaltungen begleiten und ihm dabei Gutes tun, damit er einen befriedigenden Abend hat. Jetzt fragst du dich, Typ, was hat das mit Arbeitsrecht zu tun? Naja, die beiden schlossen einen Arbeitsvertrag. Und in diesem Arbeitsvertrag stand drin, dass die Frau als teilzeitbeschäftigte Hauswirtschaftlerin tätig sein sollte. Also der Unternehmer wollte hier auch seinen Spaß steuerlich absetzen und hat dann zu dieser Möglichkeit gegriffen und sich kräftig vergriffen. Was war geregelt zu den Arbeitsaufgaben, gehörte zumindest auf dem Papier diese berufstypische Tätigkeit wie Putzen, das Waschen und Bügeln der Wäsche, die Erledigung von Einkäufen, Kochen, ja, und sonstige haushaltsübliche Tätigkeiten. Dafür wurde ein opulentes Entgelt gezahlt, nämlich eine monatliche Bruttovergütung, die sich auf 460 Euro belief. Das war wohl offensichtlich für die junge Frau nicht sonderlich befriedigend, aber man hat auch geregelt einen Urlaubsanspruch mit 25 Tagen. Naja, und dann kam es zu dieser Auseinandersetzung vor den Gerichten und da hat der Unternehmer ausgeführt, dass zusätzlich zu dieser Vergütung er noch 20.000 Euro an die Frau gezahlt hat, die Frau gebraucht hat, unter anderem für Kurzreisen nach Polen, für einen Mietzuschuss sowie ja, gewisse Barzahlungen. Und er habe auch für die Frau, der er ein BMW überlassen hatte, in vierstelliger Höhe Bußgelder bezahlt, die eben auf dieses Fahrzeug bei ihm eingingen. Im Ergebnis war der Mann allerdings mit den vereinbarten sexuellen Leistungen nicht zufrieden. Ja, insbesondere sei es nicht, wie es doch vereinbart war, zweimal wöchentlich zu den verabredeten Besuchen gekommen. Und ja, letztendlich hat die Frau dann auch nach etwa einem halben Jahr ihm mitgeteilt, dass sie doch keine weitere sexuelle Beziehung mit ihm haben möchte, dass sie das ablehnt. Und da hat sich dann hier der Sugar Daddy als Arbeitgeber doch irgendwie brüskiert gefühlt und hat unverzüglich dann in der Position des Arbeitgebers den Vertrag über die Hauswirtschaftstätigkeiten mit einer ordentlichen Verkündigungsfrist gekündigt und hat zugleich die Frau freigestellt. Er hat aber auch gesagt, in der Freistellungszeit zahlt er nichts, wie das normalerweise üblich ist, weil sie war ja nicht leistungsbereit. Ja, das hat dann die sogenannte Mitarbeiterin nicht auf sich sitzen lassen wollen. Die Mitarbeiterin für spezielle Aufgaben hat dann beim Arbeitsgericht in Bochum ihre Vergütung aus diesem geschlossenen Arbeitsvertrag eingeklagt und auch die Urlaubsabgeltung erstritten. Ja, ferner hat sie dann eben auch gemeint, naja, also ist doch ein Arbeitsverhältnis gewesen, lieber Arbeitgeber und Unternehmer, du bist auch zur Erteilung eines qualifizierten Zeugnisses zu verurteilen. Ja, dem ist das Arbeitsgericht Bochum auch in großen Teilen nachgekommen. Das fand der Unternehmer wiederum nicht gut und der hat Berufung eingelegt und dann ist die ganze Geschichte zum LAG Hamm gegangen. Das hat das Urteil der ersten Instanz zum Teil aufgehoben und zum Teil bestätigt. Das LAG hat erkannt, dass der Arbeitsvertrag ein bloßes Scheingeschäft darstellt
Und wenn es ein Scheingeschäft ist, wo beide Parteien wissen, dass es eigentlich kein Arbeitsvertrag sein soll, dann können die Parteien daraus keine Ansprüche herleiten. Und ja, deshalb wird auch während der Kündigungsfrist keine Vergütung aus dem Arbeitsverhältnis geschuldet. Das umso mehr, weil eben auch von der ja, sogenannten Arbeitnehmerin keine Leistungen erbracht worden sind. Der Arbeitgeber war leistungsbereit, ja, der hat sich nicht in Annahmeverzug befunden, jedoch die Frau war offenbar nicht leistungsbereit und deswegen hat sie auch keinen Anspruch auf Entgelt. So, die vereinbarten tatsächlichen Leistungen seien so das LAG auch nicht sittenwidrig gewesen, weshalb die zugrunde liegende Übereinkunft auch nicht von vornherein nichtig gewesen sei. Ja. Und hinzu kommt so das LAG, dass die Frau auch hinsichtlich der im Arbeitsvertrag vereinbarten hauswirtschaftlichen Leistungen nicht leistungsbereit gewesen ist. Also, okay, grundsätzlich kann man das vereinbaren. Allerdings, wenn sie nicht leistungsbereit ist, dann hat sie auch keinen Anspruch auf Vergütung und dann auch nicht während der Kündigungsfrist. Spannend wurde es dann beim Urlaub. Da hat das LAG gesagt, also auch eine Prostitution. Und das ist letztendlich das, was wir hier bei diesem Verhältnis rechtlich in der Würdigung anzunehmen haben, können im Rahmen eines Arbeitsvertrages Urlaubsansprüche entstehen. Die können vereinbart sein. Die gesetzliche Regelung gilt ja auch. Und insofern hat sie auch einen Urlaubsabgeltungsanspruch. Wenn sie den nicht mehr in natura nehmen kann, dann muss das kapitalisiert werden und ihr ausgezahlt werden. Der letzte und dann durchaus skurrile Punkt ist der, dass ja, der Arbeitnehmerin zugesprochen worden ist, dass sie einen Anspruch gegenüber dem Unternehmer, dem Sugar Daddy, dem Arbeitgeber zur Erteilung eines qualifizierten Arbeitszeugnisses hat. Ja, juristisch gesehen ist das erstmal relativ einfach. Der Paragraph 109 der Gewerbeordnung gibt als Anspruchsgrundlage dem Mitarbeiter hier die Möglichkeit, dass er sich ein Zeugnis ausstellen lässt, das seine Leistung bescheinigt. Ja, und die tatsächlich nicht erbrachten hauswirtschaftliche Leistungen kann der Unternehmer jetzt schwer bewerten oder soll er jetzt die sexuellen Dienstleistungen bewerten? Dann wird es auch spannend, wie will er denen denn eine Note geben? Interessant könnte es auch dann werden, wenn die Arbeitnehmerin nach Erhalt des Zeugnisses einen Zeugnisberichtigungsanspruch geltend macht und behauptet, ja, ihre Leistungen seien besser gewesen als vom Arbeitgeber im Zeugnis bescheinigt. Gehen wir mal ganz konkret da rein. Wendet man die bisherige Rechtsprechung zum Zeugnisrecht auf diesen vorliegenden Fall an, gilt Folgendes. Grundsätzlich muss der Arbeitgeber der Mitarbeiterin die Leistung mit befriedigend bescheinigen. So. Das wurde aber nach Aussagen des Arbeitgebers war das nicht der Fall. Ja, er fand, die Leistung war für ihn nicht befriedigend. Ja, nun? Ja, hat der Arbeitgeber schlechtere als durchschnittliche Leistung bescheinigt, muss er darlegen und beweisen, dass die Leistungen nicht durchschnittlicher Art und Güte waren. Hierzu muss er dann auch konkret vortragen, mit örtlicher, zeitlicher Schilderung, also sehr detail- und blumig, und auch Beweis antreten. Ja, und genauso rum dürfte es der Arbeitnehmerin schwerfallen. Verlangt die also eine bessere als diese sogenannte durchschnittliche, also befriedigende Benotung, muss sie nachweisen, dass ihre Leistungen überdurchschnittlich, ja, oder für einen sehr gut sogar weit überdurchschnittlich waren und hierfür Beweis antreten. Der Vortrag vor den Gerichten mag da sehr spannend sein und noch viel mehr stellt sich die Frage, wie die Parteien diesen Vortrag dann dem Richter vor dem Gericht beweisen wollen. Da ist der Fantasie irgendwie keine Grenze gesetzt. Wenn du auch solche spannenden Fälle hast oder mehr von diesen spannenden Fällen hören möchtest, dann abonniere gleich diesen Podcast oder schreibe mir und meinem Team Arbeitsrecht gern unter info@kanzlei-wulff.de. Gerne kannst du auch auf den sozialen und in den sozialen Medien uns deine Meinung oder eventuelle Geschichten dalassen. Da findest du uns auf allen Plattformen. Und wenn du mehr auch zu anderen Rechtsgebieten lesen möchtest oder hören möchtest, dann kannst du auch auf unserem Blog das Ganze verfolgen. Da kommen auch immer aktuelle Beiträge in verschiedenen Rechtsgebieten. Und da findest du das Ganze unter www.kanzlei-wulff.de.
Mir bleibt heute am ersten Weihnachtsfeiertag dir weiter schöne Weihnachten zu wünschen. Wenn du diese Folge später hörst, dann wünsche ich dir natürlich auch einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Und wenn du es erst in einem der Folgejahre hörst, dann wünsche ich dir einfach ein mega gutes Jahr und maximale Erfolge. Bis dahin, abonnieren nicht vergessen und nächstes Mal dabei sein, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Einfach Recht. Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro Wulff, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Mediator.